Hallo zusammen. Ihr erratet nicht, wo ich jetzt gerade bin. Ich musste ziemlich lange laufen, dann suchen und am Schluss noch etwas kriechen, damit ich endlich hier in das dunkle Loch hineingekommen bin. Und das dunkle Loch ist nicht mehr, nicht weniger als eine Bärenhöhle. Und zwar eine spezielle Bärenhöhle, denn es ist die Bärenhöhle vom Bär M13. Der M13, wer ist das? Das ist ein Bär, der so bekannt ist, dass er so gerne einen Eintrag im Wikipedia hat bekommen. Und für die, die jetzt nicht gerade nachschlagen wollen, das ist der Bär, der im 2013 im Februar im Buschlaf geschossen worden ist. Ihr glaubt nicht, dass ich da in seiner Höhle hocke. Okay, fangen wir von vorne an. Ich rieche jetzt nochmal aus der Höhle raus und erkläre das ein bisschen genauer. Also, fangen wir von vorne an. Der Bär M13 entscheidet sich anfangs Winter 2012. Es ist Zeit für die Winterruhe. Die Winterruhe, das macht die Bär ja, weil sie im Winter fast nichts zu fressen findet und sie das System sich angeeignet haben, Fett anfressen bis im Herbst, dann sich verkriechen, möglichst wenig Energie verbrauchen, sodass es langt bis im Frühling, um dann wieder vorzukriechen, wenn es wieder Nahrung herum hat. Für so eine Winterruhe eignet sich zum Beispiel eine Bärenhöhle. Solche Höhlen, die sich eignen, gibt es ganz viel. Wenn ein Bär jetzt die befindet, dann ist die noch im Rohzustand. Da ist der Boden ganz hart und auch ein Bär hat es gern gemütlich. Was hat der M13 gemacht? Er hat vor seiner Höhle ganz viel Legföhren abgebrochen, Zweig, Ästchen und die in die Höhle hineingenommen und daraus an Matratze mehr oder weniger ein Bett gemacht. Jetzt gehen wir noch mal rein in diese Bärenhöhle und schauen uns das an. Da kurz nach dem Eingang sieht man schon die ersten Föhrenzweigli. Sie sind ganz dürr, aber bei vielen sind Nadeln noch dran und das nach 2 Jahren. Der M13 war kein Bär von halben Sachen. Seine Höhle hat er grosszügig nach seinen eigenen Wünschen gestaltet. Schließlich hat er da mehrere Monate verbracht und das ohne Unterhaltungsprogramm. Die Spinne da, das ist ziemlich sicher eine Nachmieterin. Denn der M13, der hätte sicher keinen Untermieter geduldet. So ein feines Spinneli, das wäre ziemlich schnell einmal zur Zwischenverpflegung geworden. Der Höhleneingang? Der war im Winter wahrscheinlich ganz zugeschneit. Das heisst, der M13 ist da drinnen im Stock dunkel geguckt. Dafür war es wunderbar isoliert und für Bärenverhältnis sicher ganz angenehm warm. Und jetzt bin ich auf dem Rückweg ein bisschen in die Abenddämmerung hineingekommen, es wird auch nicht dunkel. Und das im Bärenwald von Buschlaf. Also rein theoretisch wäre es möglich, dass da einer von diesen Wanderbären, die vom Trentino daherkommen, rumschleicht, aber ich mache mir keine grosse Hoffnung, dass ich dem begegnen werde, denn wenn ich da so laut rede, stampfen und vor allem auch noch schnaufen, dann wird der Bär mich so lange voran merken, dass ich gar nicht mitbekomme, dass er da war. Also Spass beiseite, so Geräusche habe ich keine gehört. Aber ich bin wirklich in die Nacht gekommen. Ist das ein Grund zum Angst haben? Von meiner Seite ein klares Nein. Klar? Ja, wenn man Angst hat im Dunkeln, dann hilft es natürlich nichts, wenn man weiss, dass es gar keinen Grund gibt zum Angst haben. Angst ist ja ein Gefühl und Gefühl lässt sich mit rationalen Argumenten nur sehr schwer beeinflussen. Trotzdem ist es so. In unseren Wäldern, da gibt es praktisch keinen Grund im Dunkeln zum Angst haben. Ja, was denkt ihr, was der Grund ist, warum viele harmlose, wenn man nicht so gerne sagen will, wehrlose Wildtiere
sich absichtlich und vor allem in der Nacht bewegen. Ich verrate euch das. Das gefährlichste Wesen, das man bei uns im Wald im Dunkeln antreffen kann, das ist der Mensch. Und das gefährliche Wesen, das ist nur sehr, sehr selten in einem dunklen Wald unterwegs. Darum bewegen sich genau dann die meisten Wildtiere. Das weiss auch der Bär. Auch er nutzt bei uns die Nacht, um einem Menschen auszuweichen. Somit könnt ihr jetzt gerne den Paloma Nature YouTube Channel abonnieren, denn ihr könnt sicher sein, dass ich gesund und munter heimgekommen bin. Und somit werdet auf dem Kanal schon bald weitere Beiträge folgen. Bis bald!